Möchten Sie Ihr Auto verkaufen? Dann sind wir der richtige Partner für Sie. Ein Anruf bei uns lohnt sich oder kommen Sie mit Ihrem Fahrzeug einfach vorbei. Wir kaufen Ihren PKW, LKW, Bus oder Ihre Baumaschine mit und ohne TÜV oder Unfall und ohne Begrenzung der Kilometerleistung. Bei uns sind Sie richtig. Zudem garantieren wir Ihnen einen ordentlichen Kaufvertrag und sofortige Barzahlung. Auf Wunsch melden wir Ihr Fahrzeug auch gerne ab. Eine letzte Fahrt zum Turm lohnt sich. Wir freuen uns auf Ihr Vorbeikommen. Auto Simon, LKW, PKW, Baumaschinen, Import, Export. Am Turm 84 in Siegburg. Felix Sturm gibt Trainingseinheit in der JVA Siegburg. Sicherlich die eine oder andere Schweißperle mehr tropfte den Jungs der Handschuhgruppe der VE 6 in der Justizvollzugsanstalt Siegburg von der Stirn. Grund für das Engagement? Kein geringerer als Boxweltmeister Felix Sturm gab den straffällig gewordenen Jugendlichen eine Trainingseinheit. Das ist nicht nur gut fürs Image des Profiboxers, sondern mindestens ebenso gut für das Selbstbewusstsein und die Antriebslust der oftmals aus prekären Verhältnissen stammenden Männer. Dass der Name Felix Sturm ein hohes Ansehen unter den Jugendlichen genießt und die Trainingseinheit aufgrund dessen einen hohen Motivationsschub bedeutet, weiß auch Sportkoordinator Karl-Heinz Lichtenberg, der die Handschuhgruppe der VE 6 betreut. Felix Sturm hat natürlich hier in der Region Köln, Bonn, Siegburg einen großen Namen, Weltmeister im Boxen. Wenn ich mit denen Training mache, dann machen sie das zwar auch, aber wenn dann so ein bekannter Sportler hier kommt, ist das eine ganz andere Wertigkeit. Da machen die dann natürlich noch viel intensiver mit und nehmen viel mehr auf. Deswegen versuche ich auch immer, solche Sportler hinzubekommen. Nicht nur jetzt ein Felix Sturm. Hier war auch eine Christine Theis war hier, ein Manuel Schaar war schon hier. Die sind motiviert, die sind aufgeregt. Schon 2-3 Tage, die wissen ja, dass heute Besuch ist. Da sind die schon sehr aufgeregt und freuen sich auf diese Maßnahme. Und gehen wirklich ganz anders damit um, als wenn ich jetzt mit dem Sport mache. Obwohl das auch in Ordnung ist, aber sie sind halt mehr motiviert. Neben einem straffen und auspowernden Aufwärmprogramm wurde selbstverständlich auch mit Boxtraining eingeheizt. Hierbei stand Felix Sturm den jungen Männern mit Rat und Tat zur Seite, brachte sich ein, führte vor und gab darüber hinaus auch Motivationstipps für den Alltag mit auf den Weg. Die Jugendlichen der JVA Siegburg zeigten großen Einsatz und hatten sichtlich Spaß. Gegenseitiger Respekt und Empathie wurde an diesem Nachmittag in der JVA Siegburg großgeschrieben. Für Felix Sturm ist es klar, es mache ihm Spaß, den Jugendlichen zu zeigen, dass man es schaffen könne, auch auf solidem Wege. So, es macht einfach mit den Jungs Spaß. Wir wollten denen einfach mal zeigen, dass man durch harte Arbeit viel erreichen kann. Die haben Fehler gemacht, wie viele Menschen draußen auch. Dafür verbüßen sie jetzt ihre Strafe. Wir hoffen darauf, dass sie daraus gelernt haben. Und wir hoffen auch, dass wir durch das Training denen Motivation geben können. Persönlich, mir macht es einfach Spaß, mit Jugendlichen zu arbeiten, denen Motivation zu geben und denen auch zu zeigen, dass man wirklich was erreichen kann auf einem soliden Weg. Felix Sturm schien es bei den Jugendlichen jedenfalls gut zu gefallen. Denn am Ende des Trainings stand nicht seine persönliche Königsdisziplin auf dem Programm, sondern Fußball.